Liegen da irgendwo Steine? Stimmt, ein paar kleine Steinchen. Ich würde gerne einen kleinen Stein in eine Richtung werfen. Okay, do it! Muss ich irgendwas würfeln? Geschick. Nee, ganz ehrlich, wirf mir einfach ein W8, welche Richtung. Eins ist Norden und dann geht's Richtung Osten weiter. Kannst eh nur dich selber treffen, alles gut. Also von deiner Blickrichtung aus Norden, ne? So. Ja, schön an den Hinterkopf. Okay, alles klar, du wirfst den Stein. Und nu? Jetzt möchte ich dem Stein hinterhergehen und gucken, ob er verschwindet. Folgst dem Stein. Ich folg Kür. Hä, so bewege ich mich jetzt fort. Ich werf den Stein. Ich werf Wann den sollen wir Stein. auf der. Wo sollen wir rauskommen, Leute? Rainer, komm vom Baum runter! Bitte! Wie lange möchtest du das jetzt durchziehen? Bis zum Ende, wie es aussieht. Und dann würfelt sie immer bloß 6 und 3, dass sie immer schön hin und her läuft. Muss ich jetzt jedes Mal würfeln? Er muss ich oder nicht? Ja, wenn du jedes Mal werfen möchtest. Okay. Wo landen wir? Der Kreis schließt sich. Würfel noch mal, komm, würfel noch 20, 40 Mal, bis wir vielleicht irgendwann mal irgendwo ankommen. Würfel weiter, du folgst dem Stein. Wir sind dem Untergang geweiht. Wir werden alle sterben. Würfel weiter, du folgst dem Stein. Ab und zu nach Rainer. Willst du jetzt werfen? Oder soll ich es abkürzen? Weiter, bitte, bitte, Rainer. Okay, gut. Ich kürze es jetzt mal ab. Ihr macht das jetzt etwa noch so 20 Minuten und dann lauft ihr straight auf Rainer zu. Der sitzt da an einem Baum. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Cowboy, der so Hände verschränkt, Beine lang, so Brille ins Gesicht gezogen. Ich nehme mir den Stein und schmeiß den Stein nach Rainer. Jetzt musst du mir tatsächlich einen Angriff würfeln. Sekunde. Du hast. Du machst erstmal oben die Kampfübersicht auf und nimmst targetest Rainer. Sekunde, ich mach das mal für dich. Sonst dauert das hier zu lange. Rainer ist heavy verwundet. Bitte kill Rainer nicht. So, und dann klickst du Doppelklick bei deinem Dagger im Kampfbogen. Bitte töte ihn nicht. Aktion, ganz unten. Doppelklick auf den Dagger. Schädelbasisbruch. Doppelklick auf den Dagger. Du hast es gesagt, getan. Welcher Dagger? Ich habe zwei Stück. Der, wo, ja, ne, wo Munition beisteht. Okay. Du kannst auch auf Kampf und Fernkampf klicken. Oder wie? Wo genau drücke ich? Wobei Doppelklick auf den Ank. Hashtag Ank, wo der Würfel drin ist. Also bei der 1. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch! Sie trifft dich! Jetzt würfelst du mir bitte. Nee, komm, ich würfel's selber aus. War schön mit euch, hat Spaß gemacht. Oh, Schaden. Ja. Null. Kriegst 2 Schaden. 2. Achso, sie hatte 4. I'm dying. Rainer wird jetzt. Du knallst ihm den Stein genau gegen den Kopf und Rainer kippt straight zur Seite um. Und das erste Mal, dass ihr es seht, Rainer, ich hoffe, es ist okay, sein Sombrero fällt von seinem Kopf. Nein, das ist nicht okay. Okay, gut, dann fällt er nicht vom Kopf. Dann fällt er nicht vom Kopf. Alex, würdest du bitte. Ich lehne mich zu Severo rüber. Guter Wurf! Ja, aber schön. Ich kann ja mal auf Fußball gucken. Ja. Ich glaube, Tamara stirbt heute noch an Luftmangel.
Bleib hier, Joey. Was macht ihr jetzt? Rainer ist da umgefallen. Einfach straight. Ich lauf zu Rainer, guck, ob alles in Ordnung ist. Ich pieße mir den Stock. Ja, er blutet halt ziemlich stark am Kopf. Also wirklich, ihr könnt das hauptberuflich machen. Katapulten. Sekunde, ich muss jetzt tatsächlich. Gott, nein! Aber du bist immerhin. Du verblutest nicht. Ich verblute. Du verblutest nein. Nicht. Das ist nicht. Das wäre jetzt auch ein bisschen lustiger gewesen, ehrlich gesagt. Oh Mann. Okay, ich glaube, wir sollten uns um ihn kümmern. Ja. Scharfschütze. Den guten Alex hat schon aufgefordert, sich um anzunehmen. Hatten wir nicht einen Kleriker? Ja, stimmt, Kleriker. Ist nicht mit den Fingerfuchten oder sowas? Ich würde Tamara gerne so einen Klaps an den Hinterkopf geben. Berechtigt. Ich bleib einfach stehen dabei. Und nicke nur. Möchtest du einen Kraftakt draus machen, Kier? Dann würfel bitte auf Stärke. Einfach so ein Wrestling-Wurf springt rein. Ich bin verpflichtet zu fragen. Ich möchte ganz kurz an der Stelle nur sagen, ein Eva konnte mich nicht töten, aber Tamara. Tamara Smash! Teil 2. Nein, stopp, das hast du nicht gemacht, Alex. Doch, ich hab mit keinem Wort erwähnt, dass ich mitgehe. Ich hab meine Bootzeit gemacht und war mit dem Rücken zu denen und mich hat... Er ist am Felsen! Aber, just ausgaut, ne? Wenn ihr jetzt so an Rainers sterbende Körper vorbeiguckt, so etwa 100 Meter geradeaus, dann seht ihr, wie dort Alex sitzt und gerade Wein trinkt. Wir gucken uns verwirrt an. Warum haben wir 20 Minuten dafür gebraucht? Ich sag doch, der Wald ist verflucht! Hört mir doch mal zu! Wenn Rainer jetzt nicht dabei umgefallen wäre, würde ich den Stein gefunden. Hat jemand irgendein Medizin-Ding, dass wir ihn zumindest... Der verblutet uns. Ja, unser Kleriker wollte ihn noch angucken, oder nicht? Ah, nee, der sitzt drin. Ey, Alex, der Arsch ist uns hier rüber. Du hörst Severa rufen, du siehst sie aber nicht, wenn du dich umguckst, Alex. Würde ich mich umgucken? Ja, und wohin soll ich kommen? Hierher und ich schüttel mit den Armen. Umgucken. Ja, du siehst sie nicht. Ja, wo seid ihr denn? Welche Richtung sind wir von ihm aus gesehen? Himmelsrichtung schwierig. Nach unten. Also von ihm aus gesehen nach oben. Ja, warum ist die Himmelsrichtung schwierig? Denk doch mal 3D. Die Frage war jetzt eher, kann ich irgendwie ausmachen, von wo das Geschrei herkommt? Also ich wollte ihm gerne sagen. Es kommt aus einer bestimmten Richtung. Und nein, ihr könnt keine Himmelsrichtung ausmachen. Ihr seid in einem dichten Wald, ihr seht keine Sonne. Ja, okay, kann ich dann eine Uhrzeit sagen? Ich sehe ja, wie er rumsteht. Und dann kann ich ja sagen, ja, komm auf 12 Uhr, komm auf 9 Uhr. Es gibt so mach das einfach mal. Ja, aber welche Richtung ist das denn von ihm aus? Ja, 12 Uhr. Ich habe ja gesagt, nach oben. Okay. Komm auf 12 Uhr. Stopp. Keine. Alex? Ich würde jetzt in die Richtung laufen, wo ich gucke. Also, so wie ich gerade da stehe. Sie hat gesagt, ich soll auf 12 Uhr. Also, laufe jetzt geradeaus. Was sehen wir? Ja, ihr seht, wie Alex sich zumindest so grob in eure Richtung bewegt. Alex, du läufst auf eine Reihe Bäume zu, die relativ dicht stehen. Mhm. Ich würde versuchen wollen, die zu umgehen. Alles klar. Ihr seht, wie Alex sich so etwa 90 Grad nach links wegdreht. Und danach weiterläuft. Nein, nicht da! Das andere. Komm gleich wieder.
Ah, was hat er uns da eingebaut? Ja, ich würde auf jeden Fall weiter stampfen. Und gucken, ob sich irgendwo eine Lücke auftut. Weil ich will ja eigentlich. So, jetzt noch so 50 Meter? Durch die Bäume durch. Ja, das stehen schon relativ dicht, die Bäume, ne? Ja, deswegen. Aber vielleicht ja, ist ja etwas, wo man durchkommen kann. Als er sich zur Seite dreht, rufe ich, dass er kurz stehen bleiben soll und die 50 Meter laufe ich halt auf ihn zu. Ja. Ja, dann bleib dann ich stehst stehen, du jetzt, dann siehst du, dann siehst du jetzt, wie Dex halt durch die Bäume einfach durchgeht und dann neben dir steht. Und Dex, wenn du dich umdrehst, sind hinter der Bäume. Ah, okay. Ich trete näher an die Bäume und versuche sie anzufassen. Ja, geht nicht. Das hat literally keiner von euch die ganze Zeit probiert. Bäume anzufassen? Ja. Also du passt da alles durch. Und wir sehen seine Hand. Nee, wir sehen alles. Er sieht alles. Wir sehen alles. Aber er sieht seine Hand verschwinden? Ja genau, er fällt einfach durch den Baum durch. Ihr seht, wie er halt in seine Richtung fasst. Na, ja, natürlich. Die Hand verschwindet für ihn. Okay. Ja, ich rufe dann rüber. Illusionsmagie. Von der Seite aus sieht das, als würden Bäume den Weg versperren. Ich ziehe an seiner Hand und ziehe ihn in die Gruppe rein und hoffe, dass er Alex an der Hand hat. Ja, ich gehe einfach durch. Ich denke, Alex wird mir dann folgen durch die Bäume. Ja, selbst wenn nicht. Er geht einfach durch. Ja. Wenn ich sehe, dass er da durchläuft, gehe ich da hinterher. Wir brauchen keinen Spurensucher. Wir brauchen einen Exorzisten, wenn das weiter so geht. Hey, mein Steinewerfen hat uns zu Rainer geführt. Ich meine ja nur. Ja, alles gut. Der hat Steine wer von euch zu Rainers Leiche geführt, wolltest du sagen. Das war der letzte Wurf. Also wenn ich in dem Moment auch Rainer sehen würde. Mhm. Ja, dann. Steinwurf hat ihn zu euch geführt. Dann, wenn wir dann halt durch sind, deute ich halt auf Rainer und muss ich mich um ihn kümmern. Ja, also, du siehst halt, wie Rainer da liegt mit einer blutenden Wunde am Kopf. Daneben liegt ein roter Stein. Malst dir selber aus, Alex. Ja. Und für sowas muss ich meine Wunde aufgeben. Mann. Ich würde mich über ihn knien und anfangen zu casten. Was willst du casten? Ich habe ihn dir schon getargetet. Hä? Ich habe ihn dir schon getargetet. Es hat keinen Sinn mehr. Ich caste Magic Missile, um es zu beenden. Coup de Gras mit Magic Missile. Es ist besser für uns alle. Eine Potenzial. Oh Gott, Leute, ihr macht mich fertig. Wir machen das mal one by one. So, wie ging das jetzt hier nochmal? So. Was möchtest du? Wir machen das jetzt einmal. Was möchtest du denn jetzt? Wie möchtest du ihn heilen? Mit Energie fokussieren oder mit Cure Light Wounds? Wut. Leveln. Ich kann ja nur dabei mal. Ja, nee. Ich würde. Channel Energy sozusagen. Okay, dann Channel Energy. Klick die Lupe an und dann Heilung bitte. Nicht Schaden. Wir wollen ihn nicht noch weiter töten. Du kannst eh keinen negativen Welt. Du musst im Hintergrund. Ich heile ihn kein Problem. So, und dann klickst du einmal drauf, dass ein Bobble weg ist vorne. Ein Bobble. Genau. Easy, das war's. So, ja. Ich guck danach dann zu Quan. Dieses Magie erkennen, wie oft kannst du das machen? Oh, dieses Wunder steht mir immer zur Verfügung. Es ist ein Zaubertrick. Gut, dann solltest du ihn aufrechterhalten und alles, was leuchtet, werden wohl Illusionen sein. Ich möchte jede Minute von dir Detect Magic gerufen haben. Einfach nur, dass du so da sitzen kannst. Mensch, und helf mich dann. Detect Magic! Also ich wüsste nicht, was du sonst hilft mit diesen Illusionen. Okay, cool. Also, Rainer, du kommst langsam zu dir und du siehst, wie Crons Augen grün leuchten, als du die Augen öffnest. Ja, das ist wie auf meinem Bild strahlend. Ich gehe davon aus, ich habe immer noch einen ganz harten Brummschädel. Oh ja. Gut. Ich stoße erstmal einen erschreckenden und einen Schmerzensschrei aus. Wie klingt das? Macht mal. Also wirklich schlimm?
Rainer, wirklich ein richtig schlimmen Wurf? Richtig schlimm? Ja. Okay, gut, dann machen wir mal für die gesamte Gruppe einen Willenskraft-Rettungswurf. Herz der Karten, bitte lass mich nicht im Stich. So, Alex hat's geschafft. Kür nicht. Severa auch nicht. Dex auch nicht. Ja gut, Rainer, du hast klar selbstständig geschafft, das ist egal. Kron hat's auch geschafft. Ja, ihr anderen, euch klingeln gerade richtig krass die Ohren. Okay. Blöck ihn an, was das sollte. Dreh mich erstmal weg. Ganz kurz, Ozi, ist das dein Ernst? Was? Ich bin gerade von den Toten wieder auferstanden. Ich sehe als erstes das Korns grüne Augen leuchten. Und ich bin gerade von Tamara mit einem Stein geschossen worden. Und du fragst mich, ist das dein Ernst? Ich fand's auch legitim zu fragen. Ja. Ich fand's auch legitim zu fragen. Also ich schaue dich einfach nur völlig verständnislos an. Ich liebe diese Gruppe und jetzt schon. Ich zeige auf das Blut, was da noch liegt. Ich halte mir immer noch die Ohren und sage, irgendwie mussten wir dich finden. Und ich fauche dich wirklich aggressiv an, indem du mir einen Stein an den Kopf wirfst. Du hast ja nicht mit uns gesprochen. Weil ich nicht die Möglichkeit dazu hatte. In dem Moment, als ich euch gesehen habe, habe ich nur noch einen Stein gesehen. Ja, aber er konnte uns doch die ganze Zeit sehen. Nein. Doch. Nein, ihr seid 20 Minuten im Kreis. Leute, ich kann euch 20 Minuten lang überhaupt nicht beobachten. Das geht gar nicht. Ja, aber da, wo Alex saß, als wir los, da haben wir angefangen, nach dir zu rufen. Wenn Joey, also wenn Rainer sagt, er hat euch nicht gesehen, dann wird er euch nicht gesehen haben. Er muss uns gehört haben. Hat eigentlich Rainer noch Wunden? Nee, die verschließen sich. Du hast nur noch Prellungen. Schade. Ja, ja, du hast noch Prellungen. HD. Wolltest du da gerade reindrücken, oder was? Mhm. Alter, Leben war rot. Wir brauchen einen neuen Rainer. Visiten. Sprachstörung. So verfassungstechnisch, Rainer, wie geht es dir gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen ungefähr minus 18. Vielleicht so schlimm. Mir klingelt der Kopf dermaßen. Ich habe gestern auch nicht den geilsten Abend gehabt. Und ja, mir geht es dementsprechend ziemlich scheiße. Aber es interessiert ja kein Schwein hier von euch. Also mir ist es echt nicht aufgefallen. Und wenn sowas ist, wir haben einen Kleriker dabei, wend dich an den. Wir müssen ja alle fit sein, wenn wir hier durch... Wir sind hier in Gefahr. Wer weiß, ob hier nicht irgendwo noch Banditenwachposten sind, die auf uns auflauern oder ähnliches. Außerdem können nur sprechenden Menschen geholfen werden. Wenn du nicht mit uns sprichst, müssen wir davon ausgehen, dass du keinen Bock hast, uns zu... Ach, okay. Und das ist dann ein Grund, dass man mir mein Zelt über den Kopf einfach zusammenfallen lässt, oder was? Willst du mich hier gerade verarschen? Du hättest doch aufstehen können, als wir geweckt haben. Du hättest mich auch einfach mal gepflegt an meinem kleinen Gnomenarsch lecken können. Oh, jetzt beruhigt euch mal alle hier.